Wir spielen ein hartes Überlebensgame, Going Medieval. Ich bin sehr gespannt. Bisher haben wir immer nur dieses Spiel relativ einfach gespielt und jetzt wollen wir mal herausfinden, was hier wirklich so schwer ist an diesem Game. Wir nehmen ein neues Spiel und wir gehen natürlich auf die Überlebensstufe. Wir wollen hier überleben und wir wollen nicht normal, nicht einfach, nicht schwierig. Nein, wir wollen hart. Wir wollen die härteste Schwierigkeit haben. Wir könnten es uns auch am Ende anpassen, aber wir bleiben bei hart und starten damit ins Spiel rein. Hartes Überleben in Going Medieval. Und hier habe ich tatsächlich lange überlegt, ob wir den einsamen Wolf nehmen. Ja, also quasi so eine Art alleine im Wald Challenge oder sowas. Aber ich habe mich dann doch tatsächlich dazu entschlossen, dass wir ein neues Leben nehmen. Wir wollen ja auch zumindestens die erste Stunde hier bei Twitch überleben. Vielleicht sogar die zweite. Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir hiermit besser zurechtkommen. So, bei dem Namen bin ich auch völlig unkreativ und nehme mal Panzerheim. Um einfach mal zu zeigen, dass unsere Mauern undurchdringlich sind, die allerdings noch nicht stehen. Also, wenn sie irgendwann stehen, wenn wir so weit kommen, sind sie undurchdringlich. Gut. Aber vielleicht schreckt der Name ja schon ab. Oh, Panzerheim. Nein, da lieber nicht. So, das Logo, das finde ich ja erstaunlicherweise schon gar nicht mal so gut. Ja, oh, das ist doch cool, oder? Was haben wir da? Ach ja. Mit einer Krone. Nein, der war gut. Der ist auch gut. Das sieht gut aus. Mit zwei Löwen, die an der Seite stehen und zeigen, wie gut wir sind. So, Kartentyp. Ich würde gerne direkt im, nicht im Tal, nicht am Berg. Ich würde gerne am Berghang starten. Aber wir können auch gerne nochmal neu machen das Ganze. Ich hätte gerne. Ja, das ist schon. Passt das, was ich suche? Ich hätte gerne eine große Bergkette, sowas in die Richtung, mit so ein paar Ausläufern dran. Eine große Karte bitte. Ja, sowas könnte ich mir schon vorstellen. Dann hätte ich gerne einen Berghang. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, eingeschlossen auf der linken und rechten Seite von zwei großen Bergen. Wenn ihr das nachspielen wollt, der Seed ist 16193216621, steht hier unten. Und dann gucken wir mal weiter. Und wenn einer von euch mit dabei sein möchte, dann schreibt jetzt. Wir werden die auf jeden Fall nochmal durchwürfeln, obwohl wir schon eine extrem gute Gruppe haben. Wir haben Bau 15. Wir haben Bergbau 29, Botanik. Das ist wichtig. Bau ist wichtig. Reynard hat Bau 7. Aber ich, also alle müssen auf jeden Fall. Oh, sie hat Kochkunst 27. Sie ist eine Meisterschützin. Ah, das ist mit 15 und 6 ist das hier sehr schlecht. Da müssen wir tatsächlich nochmal dran arbeiten. Wobei ich sie schon gut finde. Mit einem eisernen Magen. Sie ist heißblütig, kann also auch dort gut arbeiten. Sie ist eine Meisterschützin, hat ein bisschen Medizin, viel Kochkunst, Botanik. Das finde ich schon mal gut. Wir gucken mal, ob wir sie so lassen können. Und die beiden müssen auf jeden Fall, oder er muss auf jeden Fall hier mehr bekommen. Also ihn werden wir definitiv nochmal neu würfeln. Und ihr hattet auch mal gefragt, hier unten, können wir das auch komplett selbst anpassen? Ja, das geht. Ihr könnt hier unten auf erweiterte Anpassung gehen und das selbst anpassen. Das möchte ich allerdings nicht, denn weiß ich nicht, das wäre dann zu einfach, finde ich, wenn wir uns da jetzt exakt so zusammenstellen, dass das auf jeden Fall klappt. Das wäre, weiß ich nicht. Das machen wir nicht. So, Charakter neu generieren. Ich hätte bei ihm gerne. Oh ja, Meisterschütze und Nahkampfidee. Lothar Jopin Halvar. Vielen Dank für dein Follow. Hi, schönen guten Abend. Oder guten Tag. Oh Gott, ich streame ja sonst immer nur abends. Guten Morgen, guten Tag und Prost. So, das sieht gut aus. Das Problem ist, wir haben kein Intellekt. Ja. Am besten ist doch Euphemia geeignet. Die hat auch Bergbau und Bau.
Ja, Zimmermann, Handwerk hier unten, Umgang mit Tieren, Schmieden. Das ist momentan noch ein bisschen uninteressant. Redekunst interessiert uns auch nicht. Wir müssen uns hier auf Überfälle vorbereiten. Das ist ärgerlich. Wir müssten sie tatsächlich auch noch mal drehen. Wir bleiben erstmal hier. Also wir bleiben beim Meisterschütze und Nahkampf. Das ist mir wichtig. Gucken wir mal, ob wir beides zusammenkriegen. 11, 15 und 0, 18 und 2. Ah, mal gucken. 15 Nahkampf. Wahrscheinlich müssen wir uns. 23 Nahkampf. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? 23 Nahkampf. 20 Bergbau. Botanik. Intellekt 8. Könnte auch ein bisschen kochen. Hat Meisterschütze. 2 Sterne beim Meisterschützen. Das heißt, er lernt relativ schnell. Wenn wir ihm einen Bogen geben, er kann schneidern. Das ist eine sehr schöne Gruppe. Zimmermanns Handwerk ist arbeitsarm. Arbeitsarm. Zweifellos fleißig wie eine Vermögens. Arbeitstempo plus 15%. Okay. Er ist ein Wirbelwind. Er ist schnell. Er ist wohlwollend. Redekunst plus 5. Und er ist unmöglich. Wow. Was ist denn das bitte für ein toller Kerl? Das ist ja der Hammer. Das ist hier natürlich, also, das ist natürlich Hans. Oder wenn ihr das sein wollt, schreibt es auch gerne. Ansonsten ist das jetzt erstmal Hans Nerd. Hans Nerd, ein Nahkampf-Genie. Jetzt brauchen wir bei Euphemia allerdings noch, obwohl Meisterschütze haben wir schon 15. Aber sie hat keinen Stern beim Meisterschütze. Bergbau 29 ist nicht so interessant. Wir gucken noch mal, dass wir ein bisschen mehr beim Bauen bekommen. Ehrliches Gaming. Hi, guten Morgen. Und beim, also Meisterschütze und Bau, da gucken wir mal. 20 und 7, das ist mir zu wenig. Vierzehn, 15, 23, nein, Nahkampf haben wir schon. Mit Hans. Hans, ich brauche, wie gesagt, einen Meisterschützen. Na, vielleicht haben wir Glück. Da haben wir doch jemanden gefunden, würde ich sagen. Bautz 25. Medizin hat sie auch mit 2 Sternen. Meisterschütze 17. Redekunst ist vorhanden. Sehr schön. Das ist super. Wenn du einen Fernkampf findest, würde ich das gerne sein. Na gerne. Das ist dann Speedy. Speedy Duck. Sehr gerne. Speedy Duck. Und Speedy Duck, du bist eine wunderschöne, gefällige Dame. Am liebsten liebt Speedy die schüchternen und die kühnen Ritter, Kinder, Junge und Alte. Sie war schön anzusehen. Redekunst plus 3, Schnäppchen schlagen plus 10% ästhetischer Wert. Plus 5% und ein Bonus auf Geschwindigkeit gibt es irgendwann auch noch. Schmieden, Redekunst. Oh, das ist eine sehr schöne Kombination. So, dann haben wir den letzten. Und hier will ich weiter den Fokus auf Kochkunst legen, aber wir werden hier trotzdem noch einmal würfeln. Jetzt gucken wir mal. Oh. Oh, das ist super. Kochkunst 18, Meisterschütze 20. Als Alternative, Nahkampf kann sie lernen, hat aber 0. Wie viel hat Speedy im Nahkampf? 4. Ja, das ist nicht schlecht. Da müssten wir relativ fix auf Bogenbauer gehen. Wir müssten relativ schnell auf Bogenbauen gehen und gucken, dass wir dort etwas hinkriegen. Wir müssen allgemein relativ schnell ein Haus bauen und uns dort Fallen draufsetzen, dass wir uns irgendwie verteidigen. Das ist Priorität Nummer 1. Denn wir spielen hier natürlich auf unmöglich und hammerhart. Der sieht fast aus wie ich. Ja, Mensch. Dann nennen wir den doch Richard Dufour. Dann nennen wir ihn Richard Ehrlich. Das ist Richard Ehrlich. Richard Ehrlich, ich hoffe, das ist nicht, also das ist jetzt natürlich, Richard Ehrlich, liebes Ehrlich Gaming, ist ein, ja, ein Dummkopf. Das tut mir ganz schrecklich leid. Er ist gebrechlich, das ist natürlich fies. Und
Er ist ein... Nein, er ist ein Kannibale. Oh nein, er ist ein gebrechlicher, dummer Kannibale, der gute Richard Ehrlich. Also, liebes Ehrlich Gaming, wenn ich deinen Namen da wieder wegnehmen soll, dann sag das bitte. Du musst da nicht stehen bleiben. Ja, ansonsten, er schießt sich sein Essen selbst, kocht es danach und pflanzen kann er auch. Ist eigentlich ein toller Charakter, ne? Das ist der Charakter, der wirklich dann oben auf der Zinne steht oder sowas und dann mit Pfeil und Bogen schießt. Ja, so nehmen wir das. Die Gruppe bleibt dabei. Richard Ehrlich, Speedy Duck und Hans Nerd versuchen in einer harten Welt zu überleben. Auf geht's. Überleben hart, neues Leben, Tutorial-Tipps einblenden. Nein, ab dafür. Ich bin sehr gespannt. Und da sind wir im Game. Und dann gucken wir erstmal, was wir alles haben. Als allererstes sollten wir mal gucken, dass wir unseren ganzen Kram immer erlauben. Und dann uns auch gleich ein kleines Lager bauen. Und jetzt müssen wir uns wirklich erstmal anschauen, was wir hier für eine Situation haben, wo wir uns verteidigen können, wie wir das alles machen. Das wäre tatsächlich wichtig. So, die Karte ist erwartungsgemäß schön groß. Das ist super. Ach ja, alles gut. Heute ist keiner da. Alles super. Da gibt es ein Wildschwein. Oh ja, da müssen wir uns von fernhalten. Ansonsten sieht das doch schon mal nicht schlecht aus. Was ist denn das hier? Ein Knochenhaufen? Okay, das ist Eisen. Das sieht an sich gut aus. Hier vorne hätten wir zum Beispiel schon ein Tier. Das können wir gleich mal mitnehmen. Hier gibt es Pilze zum Essen, das ist auch gut. Das sieht erstmal gut aus. Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, wie verteidigen wir uns? Das ist die allerwichtigste Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, denn wir sind hier auf einem riesigen offenen Gelände und haben echt arge Probleme, uns zu verteidigen. Ich hatte ja wirklich mit mehr Bergen gehofft und nicht nur so eine Pupserhebung hier. Muss man ja mal sagen. Gondor Slate. Hi. Schön, dass du da bist. So, jetzt mal gucken, was wir hier haben. Einen Lehmhaufen haben wir hier. Hier hinten liegen auch noch mal ein Wildkadaver. Das können wir auch noch mitnehmen. Hier liegt, was ist das? Ein Lehmhaufen. Ja, sehr gut. Die können wir auch noch alle erlauben. Tja, hier haben wir. Oh, Beeren. Oh, das ist gut. Johannisbeeren sind gut. Johannisbeeren sind vor allen Dingen wichtig. Da können wir Bier draus brauen. Oder ich weiß nicht, ob es Bier ist oder irgendeiner von diesen Getränken. Okay, also wir müssen uns definitiv mit einem Haus verteidigen. So viel ist schon mal klar. Moin. Das ist aber nicht Arkham. Echt, habe ich das vergessen umzustellen? Oh, pardon. Okay, dann werden wir erstmal unsere Leute verwalten. Wir haben, ja, schwierig. Wir machen erstmal bei jedem alles auf 4 und dann gucken wir mal, dass wir die Prioritäten entsprechend setzen. Gerade das Thema Bauen und Holzhacken wird jetzt am Anfang erstmal am wichtigsten sein. Wir müssen jetzt ganz viel Holz hacken und transportieren. Sind die beiden Hauptprioritäten am Anfang, dass wir jetzt wirklich erstmal ein kleines Hüttchen hinkriegen. Das muss nicht kompliziert sein. Das muss wirklich auch nur ein Zimmer haben oder so. Das heißt, wir brauchen einen Bauspezialisten. Das ist 25. Du wirst bitte Priorität 1 bauen. Dann brauchen wir jemanden, der erntet. Beziehungsweise. Ich weiß gar nicht, Holz ist, glaube ich, noch was anderes, ne? Was war denn Holz? Ist das Ernten? Versuchen es mal dort auf 3. Pflanzen schneiden ist das, ne? Genau, das ist auch Botanik. Da machen wir das auf 2. Botanik lassen wir auf 4. Das heißt, Richard Ehrlich hackt das Holz. Nicht die Menschen, das Holz. Speedy
ist für den Bau zuständig. Und der gute Hans wird erstmal hauptsächlich transportieren und Hausmeister machen. Und dann brauchen wir noch jemanden zum Behandeln. Das setzen wir bei Speedy auf die 1. Okay. Ja, so sollte das erstmal klappen. Wie gesagt, wir brauchen wirklich jetzt hauptsächlich zwei Dinge. Transport, Bau und Pflanzen schneiden. Mehr nicht. Ein kannibalischer... Ja, genau. Das ist... Ah, ja. Richard Ehrlich schreibt gerade in den Chat, ein kannibalischer Trottel mit einer Axt. Tja, da kann ich nichts... Ist das. So ist der Charakter. Das war leider durch. So, okay. Also, Terminplan bleibt erstmal so. Verwalten, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Hans. Der Hans der Kanz. Hans Nerd war ein Meister im Nahkampf. Das bedeutet, wir geben ihm bitte eine Waffe. Eine Nahkampfwaffe. Wir können ihm auch direkt das Ding da geben. Hans Nerd, bitte einmal den Speer ausrüsten. Einmal dahin bitte. So, ein Schild hat er nicht. Haben wir Kopfbedeckung dabei? Bin mir da gar nicht so sicher. Du kannst dir bitte den Gambeson noch mal ausrüsten. Dann sollte das passen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Richard ist ein 20er Schütze und dann kriegt Richard bitte auch noch einen Langbogen. Und Speedy, du bekommst bitte den Kurzbogen. Und da Richard gebrechlich ist, geben wir... Ah, Richard kann kein Schild tragen, weil er den Langbogen hat. Ja, haben wir noch irgendwas anderes hier? Nee, ne? Naja, müssen wir mal gucken, ob das so klappt. Also, wir haben zwei Bögen und wir haben einen mit einer Pike. Hoffen wir es mal, dass das klappt. So, dann werden wir mal anfangen. Das sollte klappen. Übersicht sieht erstmal gut aus. So, Holz hacken bitte. Damit könnt ihr schon mal anfangen. Hier, mächtig viel Holz bitte. Das Zeug könnt ihr bitte ernten. Das werden wir definitiv brauchen. Und diese ganzen Sachen können wir erlauben. Okay, gut. Ich denke, das passt. So, dann werden wir hier, was haben wir hier? Das ist nur ein felsiger Boden, das ist eine super Sache. Das heißt, wir können hier vorne unser erstes Haus bauen. Und ich würde gerne mal beginnen mit einem Lagerplatz. Da werden wir aber auf jeden Fall einen Boden drunter bauen. Ein Weidenboden, nee, wir nehmen normalen Holzboden. Den machen wir schon mal ein bisschen, den machen wir schon mal ein bisschen größer. Das kostet natürlich viel Holz am Anfang. Aber wir brauchen ja auch viel Platz jetzt am Anfang. Mit Verteidigung und allem drum und dran. Ja. Okay. Ja, dann los. Und dann werden wir hier in diesem Bereich gleich ein kleines Lager definieren. So. Da können sie dann schon mal alles hinpacken. Alles klar. So, Richard besorgt das Holz und wir machen den Rest. Wie viel Holz haben wir dabei? 370. Oh ja, das ist gut. Wir haben 10 Heilpakete. Wir haben ein bisschen Kohl dabei, 5 mechanische Komponenten und wir haben im Moment noch Johannisbeeren. Wir sind im Frühling. Wir haben Pilze. Dann würde ich mal sagen, wir müssen unbedingt gucken, wie viel Essen wir dabei haben. Wir lassen das erstmal hier hinbeibringen und bauen alles. Und dann werden wir als nächstes die Wände bauen. Und ganz wichtig, hier vorne kommt eine kleine Feuerstelle hin, dass wir auch was machen können. Wir haben hier vorne übrigens auch Kohle, das ist sehr gut. Hier ist Salz, damit können wir in Zukunft dann eventuell sogar
Hökeln. Wir haben unsere Tiere, um die wir uns kümmern können. Also das sieht schon mal ganz gut aus. So. Mein lieber Richard. Richard Ehrlich. Was machst du? Falsch ausgeführt. Wie, Richard Ehrlich, jetzt musst du mir eine Sache beantworten. Wie kann man einen Baum falsch fällen, wenn er dann umgefallen ist? Lassen wir jetzt mal so dahingestellt sein. Oder auch nicht. Er ist ja umgefallen, der Baum. So. Da wird weitergebaut. Haben wir denn jetzt schon eine Übersicht, was wir zu essen haben? Kohlsamen. Noch nicht, ne? Einfaches Heilpaket. Wir haben 9 verpackte Mahlzeiten. Ach, gucke mal. Wir haben eine Katze. Oh, süß. Das, meine Lieben, das ist die kleine Nina. Das ist unsere Katze, ein Haustier. Möchte einer eine kleine Katze sein? Und schreibt's gerne. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir hier jetzt die Sachen ernten. Damit wir ein paar Johannisbeeren haben. Und dann müssen wir auch da oben ernten. So. Ich habe die Befürchtung, dass Richard früh das Zeitliche segnet. Nein. Nein, nein. Die Frage ist nur, wieso wird hier so langsam gebaut? Speedy. So. Richard hat das ganze Holz abgearbeitet. Das ist gut. Jetzt können wir Richard noch sagen, mein Lieber. Du kannst bitte ebenfalls als Dreier mit transportieren. Pflanzen schneiden und ernten bitte beides auf. Ernten auf 3. Pflanzen schneiden auf 2. Damit er hier... Niedrige Nahrungsreserven auf dem Lager. Ah, wir haben noch 9 Mahlzeiten. Wir haben so ein paar Sachen. Unsere Glückskatze, ja. Die schicken wir vor. Und da lassen wir dann... Oh, guck mal, hier liegen schon niedrige Nahrungsreserven auf dem Lager. Also ich sehe hier... Ich sehe hier zweimal ein dickes Steak. Tja, da brauchen wir einen Schlachtplatz. Wir brauchen eine Schlachtbank. Hm, stellen wir die hin, ey. Wir stellen das nach draußen. Oder doch hier vorne hin. So, wir... Ah, schwierig. Ne, wir stellen die nach draußen. Jetzt könnten wir schon mal gucken, wie wir die Wände planen. Die Wände eventuell hier geplant, aber das macht vielleicht auch keinen großen Sinn. Wir könnten die Wände besser hier außen planen. So. Und einmal dahin. Einmal dahin. Hier eine Holztür rein. Und dann könnten wir tatsächlich hier in die Ecke. Erstmal die Schlachtbank stellen. Dass die Tiere dort geschlachtet werden können. Genau. Das ist das Thema. So, dann brauchen wir zur Schlachtbank draußen irgendwo ein Holzfeuerchen. Das wollten wir dann hier hin machen. Was haben wir da? Oh, auch Salz. Das ist nicht schlecht. Eine Schlachtbank. Dann machen wir mal ein Basis-Lagerfeuer einfach mal dahin. Und dann müssen wir auch schon überlegen, wie wir uns verteidigen. Ich würde tatsächlich gerne hier bei dieser Tür einen kleinen Fallengang machen, dass die Leute eben durch diese Falle durchkommen. Hier hinter steht der gute Hans und obendrauf machen wir so ein paar Verteidigungssysteme. Da kommt nicht viel drauf, erstmal auf die obere Etage, nur Verteidigungssachen und die Möglichkeit, dass die von dort oben nach unten schießen können. Sodass wir uns hier gegen alle möglichen Feinde wehren können. Das Problem ist wirklich, wir haben hier extrem offenes Gelände. Da hatte ich ja bei der Karte ein bisschen mehr gehofft. Ja klar, hier hinten ist ein Berg, ne? Mhm. Ja, ist klar. Na super.
Hoffentlich stellen sie nicht irgendwann ihren Tribok hier oben drauf und schießen dann von da hinten hier runter. Was haben wir da? Sag mir nicht, da sind irgendwelche Wölfe oder Killerkatzen noch. Na toll. Ein Wolf gibt's hier auch. Boah. Der erste Angriff wird dann also von den Killerwölfen sein. Herzlichen Glückwunsch. So, wie sieht's mit dem Holz aus? Wir haben Johannisbeeren. Wir haben kein Holz. Doch, da ist doch welches. Doch, 271 noch. Ja, okay. So, Speedy ist am Bauen. Speedy, danke für deinen Einsatz. Übrigens, in dem Spiel wird auch viel... Nina, du isst jetzt nicht ernsthaft. Hallo? Du, gib weg. Sag mal, du kannst nicht einfach unser Essen... Die isst unsere Mahlzeiten. Guckt euch das an. Die isst unser Essen. Was ist das? Da ist eine Johannisbeere. Da sind Tierkadaver. Ist doch hier so ein Huf, aber ist... Oh, unglaublich. Können wir das einstellen? Domestizierte Tiere. So. Ungezieferbekämpfung, Nina? Ja. Trainieren, schlachten? Na, um Gottes Willen. Beilassen? Nein. Alter, wir können ihm nicht sagen, was essen soll. Gibt's doch nicht. Zugeordnet an Hans Nerd natürlich. So, Hans, kümmere dich mal um deine Katze. Die ist hier unter... Nina. Hans, hast du gut gemacht. Hans hat sie verscheucht. Top. Das ist schon mal sehr, sehr gut, Hans. Hans, sehr, sehr gut. So, Speedy. Als nächstes bitte die Schlachtbank. Die müssen wir fertigstellen. Pass mal auf. Mach erstmal bitte priorisieren Schlachtbank. Damit wir dort jemanden hin abstellen können. Ja, sehr gut. Sehr gut, Speedy. Ich merke schon, es läuft mit dir. So. Jetzt gehen wir einmal, während die weiterarbeiten, in die Tätigkeiten rein. Und Sir Thirsty. Hi, danke fürs Folgen. Und jetzt schauen wir mal das Thema Tierhaltung. Pflegen, füttern, verwerten der Ressourcen von Tieren ist... Das. Wer kann das am besten? 1, 8. Ah, das ist Speedy tatsächlich. Speedy. Dann bauen 3, Tiere schlachten 2. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, wer von uns der Koch war. 8, 18 und... Ach klar, der Kannibale war der Koch. Ja, ich erinnere mich. Dann wirst du bitte auf 1 erstmal kochen. Alles klar. Gut. Speedy, mein Lieber. Einmal das Tier schlachten. Das wäre ganz cool. Beziehungsweise, wir müssen natürlich auch einstellen, dass wir für immer die Tiere schlachten wollen. Und dann sollte Speedy jetzt anhand seiner Priorität, sobald er das hier abgeschlossen hat, losrennen und sich hier der Tiere annehmen. Da bin ich mal sehr gespannt. Sehr, sehr gut. Okay, es läuft oder auch nicht. Wir werden es sehen. Dann bauen wir hier jetzt erstmal unsere Mauern weiter. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Da fährt irgendein großes, voluminöses Auto vor meiner Tür vorbei. Hoffentlich war es kein Touareg. Achtung, Insider für Broker Joe. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Speedy, aber bitte jetzt einmal... Stopp, 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 Speedy. Bitte einmal... Ja, das ist noch coole Aktion hier. Was ist das? Liefern rohes Fleisch. Kann ich auf das Tier klicken? Nee, ne? Ja, mal gucken, was passiert. Hans Nerd geht einfach durch die Wand. Tja, zum Kochen brauchen wir Fleisch, Speedy. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Für immer? Ist die Tätigkeit
Nee, kochen ist das nicht, ne? Das müsste eigentlich... Oder ist das noch was anderes? Hör mal, wer da hämmert. Ja, das könnt ihr aber laut sagen. Ich bin gerade am Überlegen, ob Tierhaltung... Doch, da steht doch. Füttern, pflegen, verwerten der Ressourcen von Tieren. Und so traurig das ist, aber in dem Fall würde ich verwerten als verwerten interpretieren. Ja, wir haben kein Holz mehr, ich weiß. Ich brauche mehr Holz. Einmal da bitte. Da bitte. Und da hinten bitte. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir diese kleinen Bäume hier nicht fällen. Wir müssen das nochmal durchgehen jetzt hier. Das sieht gut aus. Das sieht alles gut aus. Ja. Sag mal, Speedy, warum hämmerst du denn jetzt Holz? Du sollst hier so ein Tier schlachten. Was ist das hier? Jetzt muss ich mal gucken. Benötigte Fertigkeit... 0? Warten auf Ressource. Tja. Ich frage mich gerade, warum Speedy jetzt die Sachen hier hämmert. Und Hans. Beziehungsweise Speedy ist heute 30 geworden. Richard. Ah, Richard. Ja, Richard, das ist gut. Ich muss nicht schlafen. Ich habe den Auftrag, Holz zu hacken. Sehr gute Einstellung, Richard. Sehr gute Einstellung. Fuchs. Richard Ehrlich braucht keinen Schlaf. Richard Ehrlich hackt Holz. Ihr seid alle zu langsam, genau. Das denkt sich Richard hier. Aber Richard, warum hackst du auf einem Baum rum, der gar nicht mehr existiert? Hey, Richard, hallo. Ganz ruhig, hier, Dom, komm, da. Ist gut. Du hast es, Richard, du hast das gut gemacht. Richard, du hast es geschafft. Du hast den Baum erfolgreich gefällt. Ganz toll gemacht, Richard. Wir sind stolz auf dich. Ja, genau. Hans sagt auch zu ihm, toll gemacht, Richard. Super. Der war am Schlafen. Das kann sein. Ja, das kann sein. Der hat im Schlafen Baum gefällt. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, Speedy. Jetzt hier. Erstmal Fleisch, bitte. Was? Moment. Hans mag irgendwas nicht. Da müssen wir tatsächlich mal gucken. Er hat einen soliden Speer. Fertigkeiten sind okay. Komfort. Ja, unkomfortabel auf dem Boden geschlafen. Es tut mir ganz schrecklich leid. Wir kümmern uns drum. Er mag Speedy, er mag Richard so halb. Er ist gesund. Ja, sollte dich nicht beschweren. Alles ist gut. Wir schaffen das. Und ob wir es wirklich schaffen, das seht ihr bei YouTube in der nächsten Folge.